Was habe ich getan? Ich versuche verzweifelt herauszufinden, wie ich am besten beginnen soll. Mein Name ist nicht wichtig. Ich erzähle euch, was ich kürzlich erlebt habe, ich schätze, als Warnung. Letztes Jahr habe ich einen YouTube- und Podcast-Kanal betrieben. Ich habe ihn vor kurzem gelöscht. Ihr braucht also gar nicht erst versuchen, ihn oder den von mir erstellten Content zu finden. Was es hauptsächlich auf meinem Kanal gab, waren Geschichten. Kurze Horrorgeschichten, die von meiner Community geschrieben wurden. Ich bin eigentlich ganz zufällig dazu gekommen. Ich war schon immer dem Unheimlichen und Unerklärlichen verfallen. Deshalb habe ich auch oft das Internet nach allem durchforstet, was irgendwie gruselig ist. Während eines nächtlichen Internet-Exzesses stolperte ich über ein Video, das ziemlich interessant wirkte. Das Thumb zeigte einfach nur ein schwarz-weißes Sicherheitsvideo, das offenbar von einer Tankstelle oder einem Geschäft war. Ich hatte schon immer eine Schwäche für seltsame Dinge, die von der Kamera eingefangen wurden. Also zögerte ich keine Sekunde, das Video anzuklicken. Was ich am Ende zu sehen bekam, war etwas völlig anderes, als ich erwartet hatte. Es war jemand, der ein gruseliges Erlebnis vortrug, das ihm zugestoßen war. Zuerst war ich enttäuscht, doch zu guter Letzt hörte ich mir das Ganze an, völlig gebannt von der Stimme des Erzählers und den verrückten Ereignissen, die er erlebt hatte. Ich werde nicht ins Detail gehen. Aber die Geschichte war ziemlich faszinierend. Sie hinterließ bei mir dieses gewisse gruselige Gefühl, das beinahe an Euphorie grenzte. Sofort klickte ich auf den Kanal des Geschichtenerzählers und fand noch ein Video mit einer weiteren unheimlichen Begegnung. Moment. Dieser Kerl war entweder ein kompletter Lügner oder er hatte ein sehr interessantes Leben geführt. Es stellte sich heraus, dass keines von beiden der Fall war. Er war einfach ein Geschichtenerzähler. Nach ein paar Nachforschungen fand ich heraus, dass es ein Subgenre des Horrors gibt, in dem Kurzgeschichten von Erzählern gelesen werden. Die erzählten Geschichten wurden gewöhnlich von gruseliger Musik und unheimlichen Bildern begleitet, um einen in die richtige Stimmung zu bringen, und es funktionierte. Ich war süchtig danach. Nachdem ich mir mehrere unterschiedliche Vertoner angehört hatte, die teilweise die erstaunlichsten Geschichten vortrugen, die ich je gehört hatte, beschloss ich, es auch einmal auszuprobieren. Ich meine, keine halben Sachen, oder? Ich werde euch jetzt einen wichtigen Grund nennen, warum lieber nicht. Ich fand schnell heraus, dass das Erzählen dieser Geschichten nicht so einfach war, wie ich das zunächst gedacht hatte. Ich las Geschichte um Geschichte in den unterschiedlichsten Quellen im Internet durch, fand dann aber eine besondere Plattform, die einfach perfekt war. Sie war übersät von Hunderten und Aberhunderten dieser Kurzgeschichten und ich war begeistert. Ein Rückschlag bestand allerdings darin, auf die Erlaubnis zu warten, die Geschichte des ursprünglichen Autors verwenden zu dürfen. Manchmal dauerte es Wochen, bis sie sich bei mir meldeten. Manchmal antworteten sie sofort. So oder so. Ich begann, Content zu entwickeln. Mein erstes Video ging an den Start. Sehnsüchtig checkte ich am nächsten Morgen gleich nach dem Aufwachen die Reaktionen. 0 Aufrufe. Autsch. Vielleicht war die Geschichte nicht gut genug? Ich blieb jedoch dran und veröffentlichte weitere Geschichten. Nach einiger Zeit stellte ich fest, dass meine Geschichten doch angesehen wurden. Normalerweise nur 1 oder 2 Klicks. Ein Video schaffte es sogar auf 13 Aufrufe. So langsam kapierte ich, wie das funktioniert. Und ich musste viel Arbeit investieren, um voranzukommen. Das nahm ich ursprünglich an. Bis zu der Nachricht. Eines Morgens wachte ich auf, schnappte mir wie gewohnt mein Handy und begann, noch halb weggetreten, meine Benachrichtigungen zu löschen. Eine Meldung fiel mir besonders ins Auge.
Sie enthielt das Logo der Webseite, von der ich meine Geschichten bezog. Vermutlich irgendwer, der mir erlaubte, seine Geschichte zu verwenden. Das war jedoch nicht der Fall. Es war schon eine Nachricht von einem Autor, doch er wendete sich an mich, um mir eine Geschichte zu geben. Hey, ich habe deinen Kanal entdeckt und mir ein paar deiner Geschichten angehört. Deine Stimme passt super zu solchen Geschichten. Wenn ich dir meine Geschichte schicke, wärst du so nett, sie zu vertonen, wenn sie dir gefällt? Grinsend blickte ich auf mein Display, weil mir klar wurde, dass ich vielleicht einen völlig neuen Punkt in meiner Karriere als Vertonerin erreicht hatte. In den letzten 3 Monaten war es ziemlich mühsam gewesen, denn meine Abonnentenzahl war nur auf 49 gestiegen. Das hier war nun ein Silberstreif am Horizont. Ich versuchte nicht zu aufgeregt zu klingen, als ich antwortete. Na klar, ich würde mich freuen, deine Geschichte durchzugehen. Und wenn sie zum Thema meines Kanals passt, wäre es mir eine Ehre, sie zu vertonen. Ich antwortete sofort und ging den Text noch mehrfach durch, um alle Tippfehler zu korrigieren. Ich nannte ihm meine E-Mail-Adresse und bat ihn, sie dorthin zu schicken. Sekunden später erhielt ich eine E-Mail-Benachrichtigung. Das ging schnell. Er schien sehr aufgeregt zu sein, dass seine Geschichte vertont werden würde. Ich beschloss, erstmal einen Kaffee zu trinken, bevor ich anfangen würde, die Geschichte zu lesen. Als ich richtig wach war, öffnete ich die Mail und begann zu lesen. Es war gut. Nein, eigentlich war es großartig. Das war vielleicht sogar die beste Geschichte, die ich in den ganzen 3 Monaten, in denen ich als Vertonerin unterwegs war, überhaupt gelesen hatte. Ihr werdet noch verstehen, was ich meine. Ich werde aber nicht auf Einzelheiten der Geschichte des Autors eingehen. Nicht einmal auf den Namen. Aber ich kann euch sagen, dass ich es wirklich genossen habe, seine Arbeiten zu lesen. Ich hatte schon 2 andere Videos vorbereitet und komplett fertiggestellt. Aber ich wollte dieses zuerst veröffentlichen. Also nahm ich mir die Zeit, die Geschichte aufzunehmen, das Video zu schneiden und so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Ich postete es sogar ein paar Stunden früher als sonst. Ich war so aufgeregt deswegen. Ein weiterer Tag verging und ich wollte gerade meine nächste Geschichte hochladen, als mir etwas ins Auge fiel. 578. Die Zahl, die ich auf meinem Monitor sah, blinkte mir beinahe wie ein Schatz entgegen. Mein letztes Video hatte 578 Aufrufe. Ja! Anscheinend hatten viele Leute die erstaunliche Geschichte, die mir gesendet worden war, gleichermaßen genossen. Eine andere Zahl sprang mir entgegen. Meine Kinnlade hing herab, als ob ich gerade auf Gold gestoßen wäre. 204. Meine Abonnentenzahl war über Nacht von schäbigen 49 auf 204 angestiegen. Ich schätze, man könnte sagen, ich war den Rest des Tages ein wenig high. Weitere 2 Wochen vergingen und ich lud weiter Geschichten von unterschiedlichen Autoren hoch. Ziemlich schnell verfiel ich wieder in meinen frustrierten Zustand, denn die Views und mein Wachstum an Abonnenten kamen fast völlig zum Stillstand. Es gab schon Views, aber höchstens mal um die 10 bis 20 und vielleicht ein Abonnent pro Woche, wenn ich Glück hatte. Sah so aus, als wäre das ein One-Hit-Wonder gewesen. Und das war's dann auch wieder. Als ich mich gerade bettfertig machte, erschien eine weitere Nachricht auf dem Display meines Handys. Hey, ich habe noch eine andere Geschichte für dich, die dir sicher gefallen wird. Ich habe sie gerade per E-Mail geschickt. Viel Spaß damit. Die Nachricht war von dem großartigen Autor, der mir geholfen hatte, meinen Kanal aufzubauen. Auch wenn es nun wieder stagnierte. Auf jeden Fall! Ich wollte mich auch nochmal für die andere Geschichte bedanken. Sie war sehr beliebt und mein bisher erfolgreichstes Video. Diesmal versuchte ich gar nicht erst, meine Aufregung zu verbergen. Als ich seine E-Mail öffnete, schoss mir ein Gedanke durch den Sinn. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie er jemals in der Lage sein sollte, seine letzte Geschichte zu übertreffen. Während ich weiterlas, verzogen sich meine Gesichtszüge zu einem immer breiter werdenden Lächeln. Die Geschichte war noch etwas länger, aber
aber sogar noch besser als die erste. Ich war fasziniert von den Charakteren, der Art und Weise, wie ich in die Szenerie eingesaugt wurde. Und der durchweg flüssige Schreibstil des Autoren machte das Lesen so einfach. Das ist großartig. Ich verschränkte meine Arme auf dem Schreibtisch und fragte mich, ob das mich noch mehr in die Geschichte hineinziehen würde. Ich blieb lange auf, um die Geschichte von diesem talentierten Autor sofort zu vertonen. Ich schaltete das Video frei und ging ins Bett. Zu behaupten, ich hätte gut geschlafen, wäre eine glatte Lüge. Den meisten Teil der Nacht brachte ich damit zu, kindisch grinsend an die Decke zu starren. Ich lag da und dachte an die Charaktere aus der Geschichte, wie gut die Szenen waren und diesen Twist am Ende. Wow! Als ich am nächsten Morgen aufwachte, versuchte ich nicht einmal, es bis zu meinem Computer zu schaffen. Ich musste es sofort wissen. Ich überprüfte meinen Kanal am Handy. 2056 Abonnenten! Wow! Entfuhr es mir, während ich mich noch fragte, ob dies ein Bug in der Anzeige war. Ich überprüfte es und überprüfte es erneut. Es war keiner. Selbst während der wenigen Minuten, in denen ich auf mein Telefon starrte, hatte ich bereits weitere 11 Abonnenten gewonnen. Mein neuestes Video musste ein Hit gewesen sein. Das Video! Ich wechselte hastig die Ansicht. 8119 Aufrufe! Mein Arm fiel auf das Bett, während meine Hand das Telefon immer noch fest umklammerte. Ungläubig starrte ich an meine Wand. Ich hatte es geschafft. Mein Kanal war erfolgreich. Im Laufe des Jahres lud ich noch immer Geschichten von verschiedenen Autoren hoch. Einige Autoren brachten durchweg großartige Stories heraus, während andere eher durchwachsen waren, aber der Autor, der mir geholfen hatte, meinen Kanal so schnell aufzubauen, seine Geschichten wurden mit jedem Mal besser und besser. Immer wenn ich dachte, er könne eine Geschichte nicht mehr überbieten, bewies er mir bei der nächsten mit Leichtigkeit das Gegenteil. Warum war dieser Typ nicht schon längst stinkreich durch seine grandiose Arbeit als Autor? Mein Kanal wuchs immer weiter. Mit jeder Story, die ich veröffentlichte, wurde er größer und größer und erreichte innerhalb eines Monats 100.000 Abonnenten. Bei den Geschichten dieses einen Autors schossen die Besucher- und Abonnentenzahlen besonders bemerkenswert in die Höhe. Ich konnte ihm gar nicht genug danken, als ich ihm meine Antwort auf eine neue Geschichte sendete. Er hatte schließlich nichts davon. Ich schon. Dachte ich zumindest. Ein ganzes Jahr war vergangen und ich war auf dem Höhepunkt meiner Vertonerkarriere. 2 gottverdammte Millionen Abonnenten erwarteten jeden Tag sehnsüchtig meine Geschichten. Mein Kanal war unfassbar beliebt. Dutzende und Aberdutzende Autoren standen bei mir Schlange, um ihre Geschichten von mir vertonen zu lassen. Ich versuchte, meinen Lieblingsautoren immer zur Verfügung zu stehen. Aber ich sorgte dafür, dass die Geschichten von meinem allerliebsten Autor mit 100%iger Sicherheit an dem Tag hochgeladen wurden, an dem er sie mir schickte. Das war etwa alle 2 bis 3 Wochen. Und jede Geschichte übertraf noch die vorige. Bis nichts mehr kam. 6 Wochen vergingen ohne ein Wort von meinem Freund, der mir so sehr geholfen hatte. War er erschöpft? Als ich meinen Computer für die Nacht ausschaltete, bemerkte ich ein grün blinkendes Licht auf meinem Telefon. Mein Gesicht wurde in der Dunkelheit meines Raumes nur vom Licht meines Displays beleuchtet. Ich hatte eine Nachricht. Vom Autor. Hatte er eine neue Geschichte für mich? Er hatte so gut wie keine Nachrichten mehr über die Internetplattform geschickt, sondern mir nur noch wortlos per Mail die Stories gesendet. Ich las die Nachricht. Ich habe deinen Erfolg der letzten Zeit verfolgt. Herzlichen Glückwunsch. Was hältst du davon, wenn wir uns mal persönlich treffen? Ich würde gerne das Gesicht hinter der Stimme sehen, so wie du sicher auch das Gesicht hinter den Worten kennenlernen möchtest. Voller Faszination las ich die Botschaft wieder und wieder. Er wollte mich treffen
Und ich wollte ihn treffen. Ich antwortete ihm: Weißt du was? Ich denke, das ist eine großartige Idee. Du hast mir mit deinem wunderbaren Talent so sehr geholfen. Ich würde dich sehr gerne persönlich kennenlernen. Als ich mein Handy ausschalten wollte, bemerkte ich 3 blinkende Punkte am unteren Rand der Chatbox. Er tippte gerade. Ich ließ die Taste los und wartete gespannt auf die Antwort. Eine neue Nachricht erschien. Das ist großartig. Ich habe genau genommen ein kleines Treffen mit ein paar Freunden geplant. Sie sind alle Fans von dir. Du wärst der Ehrengast. Oh wow, ich fühle mich sehr geehrt. Ich würde gerne kommen. Wann denn? Ich tippte so hastig, wie ich konnte. In 2 Tagen. Ich denke, es wird dir Spaß machen, mal zu sehen, wie sehr deine Arbeit meine Freunde inspiriert hat. Die Antwort kam so schnell, dass ich mich fragte, wie er so schnell tippen konnte. In 2 Tagen? Ich weiß nicht wirklich, ob ich... Ich hörte auf zu tippen und löschte die Nachricht sofort wieder. Weißt du was? Ich werde da sein. Ich lächelte, als ich das tippte. Ich werde das nächste Mal nicht mehr wörtlich wiedergeben, denn ich fragte ihn dann, wo sein Treffen stattfinden würde. Es war in einem völlig anderen Staat. Und nicht nur das. Es war einmal quer durchs ganze Land. Ich glaube wirklich nicht, dass ich das kann, mein Lieber. Ich habe nicht wirklich das Geld oder die Zeit, um so eine Reise zu machen. Mein Lächeln machte einem Stirnrunzeln Platz. Ich starrte auf die 3 Punkte, die sich am unteren Bildschirmrand bewegten. Check deine Post, war die schlichte Antwort. Ein kurzer Blick in meine Mails zeigte keine neuen Nachrichten an. Nach einem Augenblick der Verwirrung wurde mir klar, was er meinte. Meinen realen Briefkasten. Als ich die Post aus dem Briefkasten holte und all die nutzlosen Anzeigen und Rechnungen durchsah, entdeckte ich einen ungewöhnlichen Brief. Er war cremeweiß und schien mit einem Siegel auf der Rückseite verschlossen zu sein. Das Siegel war ein wenig seltsam. Es handelte sich um eines dieser altmodischen Wachssiegel mit einem in der Mitte eingestanzten Muster. Mein Freund, der Autor, war vielleicht älter, als ich dachte, wenn er immer noch Umschläge auf diese Art versiegelte. Ich runzelte die Stirn, als ich die auf dem Siegel eingeprägten Insignien betrachtete. Es war ein ausgehöhlter Kreis mit etwas, das offenbar einer seltsamen Sprache entsprach, die den gesamten Kreis umgab. Im Inneren des Kreises befand sich eine Form. Es schien fast wie... Es war eine Andeutung eines menschlichen Umrisses, aber irgendwie doch nicht menschlich. Das fast wie ein Strichmännchen aussehende Design hatte kein Gesicht. Sein Kopf war ein auf dem Kopf stehendes Dreieck, in dem sich ein weiteres leeres Dreieck befand. Die Arme waren nach oben gestreckt, aber nach hinten geknickt, die Ellenbogen gerade nach oben gerichtet. Die Beine ragten heraus, als ob die Form mit 2 Kreisen, die seine Füße darstellten, schwebte. Es war in der Tat seltsam, aber vielleicht war dies früher ein normales Kunstwerk gewesen. Schnell öffnete ich den Brief und warf den Rest meiner Post auf den Küchentisch. Innen befanden sich 2 Flugtickets und eine Notiz. Die Tickets waren für einen Flug von meiner Stadt an den Ort, wo der Autor, wie er gesagt hatte, lebte. Er hatte das bereits geplant, bevor er überhaupt mit mir gesprochen hatte. Meine Augen richteten sich auf den Zettel. Die Nummer 4 war das Einzige, was dort zu lesen war. Die nächsten paar Tage waren stressig. Ich wusste nicht, was mich erwartete, aber ich wollte trotzdem die Reise machen und meinen Freund treffen, der mir so sehr geholfen hatte. In diesen beiden Tagen habe ich keine Videos gepostet. Ich versuchte, mehr Aufnahmen zu machen, doch meine Nerven übermannten mich und ich gab ziemlich schnell auf. Mit der Tasche über der Schulter stieg ich aus dem Flugzeug. Ich atmete schwer aus, als ich auf den Zettel hinunterblickte. Tür Nummer 4. Mehr stand dort nicht. Dennoch musste ich es inzwischen ein 1000 Mal gelesen haben.
Als ich den Hauptbereich des mir unbekannten Flughafens verließ, öffneten und schlossen sich mehrere automatische Glastüren, durch die Personen ein- und aussteigen konnten. Auf allen standen große weiße Nummern. Ich konnte 7, 8, 9 und 10 entdecken. Ich wusste, in welche Richtung ich gehen musste. Als ich mich der Tür Nummer 4 näherte, zögerte ich einen Moment lang. Die Sonne strahlte durch das Glas, was bedeutete, dass die Morgendämmerung schnell näher kam. Der Anblick beim Verlassen des Gebäudes traf mich völlig unerwartet. Eine lange, schwarze Limousine parkte davor und ein gut gekleideter Mann in einem Anzug stand davor und hielt ein Schild mit meinem Namen darauf. Ich begrüßte ihn und wir machten uns auf den Weg, um meinen Autorenfreund zu treffen. In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken darüber, wer diese Person wohl war. Ihm ging es offensichtlich ziemlich gut. War er tatsächlich ein berühmter Autor und hatte beschlossen, Geschichten nur noch zu schreiben, um sich selbst zu unterhalten? Das war wohl extrem zu weit hergeholt. Wie dem auch sei, die Vorfreude steigerte sich immer mehr, je weiter wir fuhren. Die Fahrt war länger als erwartet. Als wir es geschafft hatten, war bereits die Nacht angebrochen. Ein altes Haus im viktorianischen Stil war durch die verdunkelten Bäume zu erkennen. Der Nachthimmel wirkte unheimlich und kein einziger Stern war zu sehen, als wir uns dem großen Haus näherten. Wir parkten gerade vor dem Herrenhaus, da sah ich etwas wirklich Merkwürdiges. Dutzende von Menschen kamen aus der Haustür und liefen in einer geraden Reihe hintereinander her. Wow! Was hat das alles zu bedeuten? Murmelte ich vor mich hin, als ich die Tür der Limousine schloss. Mehrere Sekunden lang sah ich zu, wie immer mehr Menschen das Haus verließen, den Blick starr auf den Boden gerichtet, ohne auch nur ein einziges Mal den Kopf zu heben. Ihre Augen glänzten, als sie ihren langsamen Marsch fortsetzten. Unbändige Angst erfasste mich, als mir klar wurde, dass etwas nicht stimmen konnte. Ein unbeholfenes, kehliges Glucksen entfuhr mir und ich fuhr hoch, als jemand meine Schulter berührte. Es war der Chauffeur der Limousine. Auch er starrte zu Boden und sagte kein Wort. Langsam und voller Besorgnis wandte ich mich ab, doch da hob sich seine andere Hand. Er reichte mir einen Zettel. Schließ dich uns an. Mehr stand dort nicht. Nein, das ist nicht richtig. Ich gehe. Jetzt! Bei jedem Wort wurde meine Stimme lauter. Der Fahrer nahm meine Bitte gar nicht zur Kenntnis. Er schloss sich der Schlange von Leuten an, die sich träge in ein und dieselbe Richtung bewegten. Das war's für mich. Der Anblick, der sich mir bot, war mehr als krank. Ich rannte in die entgegengesetzte Richtung, um dieser Sekte zu entkommen. Das war das einzige Wort, was mir in den Sinn kam. Mehrere Minuten rannte ich, wurde aber aufgehalten von dem unheilverkündenden Anblick, der sich mir bot. Mein Blick glitt über ein weiteres, finsteres Waldtal und ich griff mir den nächstbesten Ast, den ich finden konnte. Ich war weit, weit von der Zivilisation entfernt. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich machte mich auf den Rückweg in Richtung der alten Villa. Völlig verängstigt starrte ich auf das, was ich da sah. Immer mehr Menschen verließen das Haus. Man konnte es nicht mal als Gehen bezeichnen. Sie schlurften. Langsam, aber synchron. Ich musste etwas tun. Ich konnte doch nicht ziellos durch einen stockdunklen Wald wandern, nur in der Hoffnung, irgendwo anzukommen. Diese Leute hatten mich bereits zuvor nicht beachtet. Ich glaubte nicht, dass sie es jetzt tun würden. In zügigem Tempo lief ich auf das Haus zu. Als ich es betrat, war ich mehr als erleichtert, dass ich scheinbar recht gehabt hatte. Keiner von ihnen würdigte mich auch nur eines Blickes. Selbst als ich sie versehentlich anrempelte, als einige von ihnen versuchten, durch die Tür zu kommen. Im Haus war es düster. Und nur spärliche Beleuchtung von Kerzenlicht durchdrang das Dunkel. Wäre ich in einem besseren Geisteszustand gewesen, hätte ich wohl Ehrfurcht empfunden vor den offensichtlich alten Schmuckstücken und Antiquitäten, die überall im Haus verteilt waren.
Alles in tadellosem Zustand, wenn auch unheimlich im flackernden Schein der Kerzen. Irgendwo in diesem Haus musste es doch ein Telefon geben. Es war alt, aber so alt konnte es nun auch nicht sein. Ich lag falsch. Nachdem ich mich durch ein Zimmer nach dem anderen geschoben hatte, nichts. Kein Telefon, kein Computer, kein Zugang zur Außenwelt. Immer aufgebrachter riss ich Schubladen auf und öffnete alte Truhen in der Hoffnung, irgendwas zu finden, das mir helfen würde, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Meine Suche wurde jäh unterbrochen, als mein Blick nach draußen fiel. Weitere 100 Menschen bevölkerten den Hof der Villa. Sie alle schwankten mit hängenden Köpfen hin und her. Anscheinend warteten sie darauf, an die Reihe zu kommen, während ihre Köpfe hin und her baumelten. Ich stieß hörbar die Luft aus, während mir ein kalter Schauer über den Rücken lief. Das kann nicht wahr sein! Mein geräuschvolles Unterfangen quer durch das Haus zog nun doch Aufmerksamkeit auf sich. Die Leute, die in einer geraden Linie gegangen waren, begannen nun die Richtung zu ändern. In meine Richtung. Ihre Köpfe hingen noch immer herunter, als sie vom Flur aus hereinkamen. Schlurfende Geräusche füllten den Raum, während ich immer mehr in Panik geriet. Ein spitzer Schrei entfuhr mir und ich begann, zwischen ihnen hindurch zu stürmen. Diesmal ignorierten sie mich nicht. Sie versuchten mich festzuhalten und ihr Griff war so stark. Sie hatten so schwach gewirkt, während sie gegangen waren. Doch als sie mich nun aufhielten, hatten sie eine unvorstellbare Kraft. Ein Stück Stoff wurde um meinen Mund geschlungen und entfachte einen schneidenden Schmerz, als mein Kopf davon nach hinten gerissen wurde. Ich fühlte, wie meine Mundwinkel einrissen, während ich einen gedämpften Schrei ausstieß. Ich gab nach und fiel auf die Knie. Mühelos hoben sie mich auf und setzten ihre langsame, bis dahin schleppende Reise zu dem mir Unbekannten fort. Schmerzverzerrt kniff ich die Augen zusammen, als ihre Griffe so fest wurden, dass es kaum mehr zu ertragen war. Vor Schmerz wurde ich beinahe ohnmächtig. Meine Sicht begann zu verschwimmen. Plötzlich wurde der Schmerz schwächer. Erleichtert öffnete ich die Augen und es fühlte sich einen Augenblick lang wie schwerelos an, als ich wie in Zeitlupe zu Boden fiel. Ich wartete nicht darauf, meine Umgebung wahrzunehmen. Auf allen Vieren begann ich eilig davonzukriechen und versuchte gleichzeitig das Tuch von meinem inzwischen in beiden Winkeln aufgerissenen Mund zu ziehen. Als ich es endlich entfernt hatte, blutete es bereits. Als diese Personen erneut versuchten, nach mir zu greifen, fühlte sich ihre Umklammerung noch fester an. Aufhören! Hört verdammt nochmal auf! So gut wie möglich versuchte ich meiner Stimme einen einschüchternden Klang zu geben. Und dann hörten sie auf. Sie alle hörten aus heiterem Himmel mit den Angriffen auf und standen einfach nur aufrecht da. Zum ersten Mal sah ich einen Hauch von Emotionen auf ihren Gesichtern. Beinahe unmerklich, aber dennoch da. Ihre Köpfe hoben sich aus ihrem zuvor schlaff hängenden Zustand und sie starrten mich an. Mehrere Sekunden lang herrschte Totenstille, bis ich plötzlich erneut unsanft in die Umklammerung von jemandem geriet. Allerdings war es diesmal nicht dieser starke, gewaltsame Griff von zuvor. Nein, er hob mich sanft auf meine Füße und deutete mit seiner Hand nach vorn, als wolle er mir die Richtung weisen. Mit einem Blick erfasste ich die Menge um mich herum und mir wurde bewusst, wo wir uns befanden. Die Dunkelheit um uns herum hallte tröpfelnd in der Stille wieder und ich ertappte mich dabei, wie ich die großen Höhlenwände anstarrte. Was geht hier vor? Ich hob verteidigend die Hände. Aus der Menge war ein lautes Keuchen zu hören. Was war das für ein Geräusch? Warum kam ich nicht durch diese Meute durch? Bitte, lasst mich gehen! Ich werde es niemandem sagen! Ich fühlte, wie eine Träne sich ihren Weg über meine Wange bahnte, während ich sie anflehte.
Von überall her war dieses Keuchen zu hören, ebenso wie leises Gemurmel auf allen Seiten um mich herum. Einige von ihnen rangen sich beinahe ein Lächeln ab. Wie aus reinem Instinkt heraus begannen die Leute wieder zu laufen. Alle gleichzeitig. Ich fühlte eine Hand auf meinem Rücken, als wollten sie mich mit sich führen. Ich gab nach. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Ich ging mit ihnen. Die Höhle schien dunkler denn je, als wir uns einem besonders engen Gang näherten. Beim Betreten reihte ich mich in die einspurige Schlange ein. Ein weitaus größerer Platz erwartete uns. Von den Wänden des riesigen Raumes wurde das Flackern unzähliger Kerzen reflektiert. Hunderte und Aberhunderte weiterer Menschen kamen in mein Sichtfeld. Alle standen still. Alle starrten mich an. Ich blieb stehen und starrte stumm zurück, während die Menschen, die nach mir kamen, an beiden Seiten um mich herumliefen, um einzutreten. Ich öffnete den Mund, um jeden anzubrüllen, der es verstehen würde, doch etwas kam mir zuvor. Mein Freund, herzlich willkommen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel es mir uns bedeutet, dich hier bei uns zu haben. Eine tiefe, knurrende Stimme hallte von den Höhlenwänden wieder. Die Quelle der Stimme konnte ich nicht ausmachen, doch es war die einzige Person, die ich verstehen konnte, die ich seit meiner Ankunft hörte. Wer sind Sie? Lassen Sie mich hier raus! Jetzt! Meine Stimme hallte in der Finsternis wieder. Plötzlich begann sich eine Gruppe von Menschen zu teilen und gab die Sicht auf eine seltsam vermummte Person frei. Ihre violetten Gewänder umspielten sie bei jedem Schritt. Ich nahm an, dass dies der Anführer dieser Sekte war. Ich begann, auf ihn zuzugehen, während sich die Menge für mich teilte. Als wir in der Mitte der riesigen Höhle aufeinander trafen, sah ich mich einem großen Mann gegenüber. Ich blickte zu ihm auf und versuchte unter der Kapuze hindurch einen Blick auf sein Gesicht zu erhaschen. Danke für alles, was du für uns getan hast. Ich wollte dich von Angesicht zu Angesicht treffen, um dir meine Wertschätzung zu zeigen. Unsere Wertschätzung. Seine Stimme klang nun noch tiefer, kräftiger und knurrend. Ich ergriff erneut das Wort, wurde aber unterbrochen. Er hob langsam den Arm und eine große, dunkelgraue, grünliche Hand kam zum Vorschein. Er hob einen Finger an, der in einem langen, schwarzen, krallenartigen Fingernagel mündete. Als seine Hand sich seinem Gesicht näherte, hob er den Kopf und gab ein dunkel gefärbtes, starres Gesicht mit kurzer, spitzer Nase preis, die nach unten gebogen war. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus und gab gezackte Zähne frei, die kreuz und quer in alle Richtungen zeigten. Speichelfäden verbanden seine oberen und unteren Zähne, als ich seinen Mund öffnete. Er hielt seinen langen Zeigefinger vor die Lippen. Da erst fielen mir seine Augen auf. Es waren riesige, blutunterlaufene Augen, die aus den Augenhöhlen hervorquollen. Er hatte keine Augenlider. Seine Augen wirkten unvorstellbar groß, als er mich mit seinem psychotischen Grinsen anstarrte. Ich stand da, vor Angst wie erstarrt, während er seine große Hand auf meine Schulter legte, um mich in die Richtung zu führen, aus der er gerade gekommen war, begann er zu sprechen. Du hast weitaus mehr für mich getan, mein Freund, als meine kleinen Geschichten zu vertonen. Weißt du, der menschliche Geist ist erstaunlich leicht zu manipulieren. Bestimmte Phrasen, bestimmte Wortkombinationen können es ermöglichen, auf den Verstand zuzugreifen. Ganz ähnlich wie eure kleinen Computer. Dieser kleine Computer hat es mir jedoch ermöglicht, dich zu erreichen. Ich wusste, dass du das Talent hast, so viele Leute anzulocken, wie ich benötigte. Deshalb habe ich dich kontaktiert. Während wir weitergingen, blickte ich starr geradeaus, unfähig zu glauben, was ich da gerade hörte.
Diejenigen, die für meine Worte empfänglich waren, wussten, was sie zu tun hatten. Und hier sind sie. Wir blieben stehen. Er senkte den Blick und bedeutete mir, es ihm gleich zu tun. Ein alter, ramponierter Laptop lag auf einer flachen Felsplatte. Rechts davon lag stapelweise Papier, von oben bis unten vollgeschrieben, und darauf ein alter Füllfederhalter. Ich erkannte die Schrift wieder. Es waren seine Geschichten. Seine Geschichten, die ich in die Welt hinausgetragen hatte. Wir müssen jetzt gehen. Nimm das mit. Er hielt mir ein Blatt Papier hin. Ich sagte kein Wort. Ich sah einfach zu, wie er vor die Menge trat. Sie alle starrten geradeaus und standen vollkommen regungslos da. Der Autor hob beide Hände zur Seite, während unter meinen Füßen ein Rumoren zu spüren war. Ich war die Einzige, die reagierte. Auf der Stelle duckte ich mich, um das Gleichgewicht zu halten. Die dunkle Höhle wurde langsam in ein helles Licht getaucht. Ich schirmte meine Augen ab und hob den Blick. Die Höhlenwand war über die gesamte Breite in grünes Licht getaucht. Neblige Rauchschwaden stiegen daran empor. Wie eine Motte im Licht begannen alle langsam, aber unaufhaltsam in Richtung der erleuchteten Wand zu lauern. Einer nach dem anderen verschwanden sie in dieser Wand. Der Autor wandte sich um und sah mich an, während er die Hand senkte. Abermals legte er einen Finger an seine Lippen, als wolle er noch einmal Sch sagen, und setzte sich dann in Bewegung, um mit der Meute zu gehen. Hilflos sah ich zu, wie auch er im Nebel verschwand. Eine gute Stunde muss verstrichen sein, während ich wie erstarrt zusah, wie diese Hundertschaften armer Seelen dieser Kreatur ins Unbekannte folgten. Ich blickte auf den Laptop hinunter. Wütend packte ich ihn und zerschlug ihn auf der Steinplatte in 1000 Stücke. Niemand achtete mehr wirklich darauf, als auch die letzten von ihnen in den Nebel gingen. Die Höhle wurde gespenstisch still und ich floh so schnell ich nur konnte. Dunkelheit legte sich über alles, als sich diese Art Portal schloss. Der harmlose Anblick von Sternen, gepaart mit einem hell leuchtenden Mond, kehrte zurück, als ich nach draußen trat. Ich nahm den Zettel, den mir der Autor gereicht hatte, in Augenschein. Es war ein notariell beglaubigtes Schreiben. Fassungslos las ich das, was dort geschrieben stand. Er überließ mir die riesige Villa und alles, was darin war, einschließlich eines alten, makellosen Oldtimers. Die Schlüssel steckten noch. Es war mir vollkommen gleichgültig, ob ich ihn beschädigte. Ich fuhr sofort zurück in die Stadt und flog auf direkten Wege nach Hause. Weder kehrte ich jemals dorthin zurück, noch erzählte ich jemandem von dieser Hinterlassenschaft und den Umständen, wie sie mir in die Hände gefallen war. Das hier ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte erzähle. Und der einzige Grund dafür ist, dass diese kurzen Horrorgeschichten immer beliebter werden. Ich möchte euch nur warnen, seid vorsichtig. Erzähler wie auch Zuhörer gleichermaßen. Seid euch immer genau im Klaren darüber, woher eure Geschichten kommen und, wenn die Geschichten ein wenig zu gut sind, vielleicht verschließt ihr lieber Augen und Ohren davor.